Der Prozessmodellierer ist ein Methodenspezialist und für die Erstellung von Prozessmodellen verantwortlich. Was aber seine genauen Aufgaben und Kompetenzen sind und warum man Prozessmodellierer manchmal zügeln und auch ein bisschen einbremsen muss, das verrate ich in diesem Video. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Dem Prozessmodellierer kommt eine ganz besondere Rolle zu. Er erstellt die Ablaufdiagramme in dem für die Prozessdokumentation festgelegten Programm. Da gibt es aber jetzt ganz viele Spielarten, nämlich Notationen, wie man sowas darstellen kann, also Symbolsätze für die Dokumentation und die Modellierung von Prozessen. Es gibt da das Wertstromdesign, zum Beispiel nach Lean. Es gibt die ereignisgesteuerte Prozesskette aus der ARIS-Welt oder eben auch die BPMN 2.0, die Business Process Modeling Notation. Und da ist es eben wichtig, dass man sich in seinem Governance-Dokument auf eine Sprache bzw. eine Dokumentationsart festlegt als Grundlage für eine gute Prozessmodellierung. Mehr zum Thema Governance-Dokument finden Sie in diesem Video. Schauen Sie mal rein, da haben wir das ganz genau erläutert, was da alles reingehört. Der Prozessmodellierer ist üblicherweise ein Experte in einer dieser genannten Notationen. Und daher macht es eben dem Modellierer das Leben sehr viel leichter, wenn man sich auf einen Standard wie zum Beispiel die BPMN 2.0 festlegt. Prozessmodellierer sprechen bzw. denken in dieser Modellierungssprache wie in ihrer Muttersprache. Trotzdem ist es wie bei jedem Prozessmodell mit den festgelegten Symbolen eine typische Handschrift des jeweiligen Modellierers zu erkennen. Wie er die Konnektoren setzt, auf welche Konventionen er besonderen Wert legt und vieles mehr. Das macht die Prozessmodellierung bei aller Standardisierung immer noch individueller, als man meistens denkt. Eine große Stärke des Prozessmodellierers ist vor allem dabei sein Abstraktionsvermögen. Das heißt also, aus einer Beobachtung heraus eine generelle Regel abzuleiten und diese zu verschriftlichen. Das fällt nicht jedem leicht, aber Prozessmodellierer sind hier die absoluten Experten bei sowas. Und auch die Fähigkeit, mit Menschen empathisch wirklich umzugehen und das implizierte Wissen aus den Geschäftspartnern, aus den Köpfen rauszuholen und in ein Prozessmodell zu gießen, das ist eine der großen Stärken der Prozessmodellierer. Stellen Sie mal vor, Sie finden jemanden jetzt unsympathisch oder haben kein Vertrauen in die Person. Würden Sie also jemanden so ganz detailliert erzählen, wie im Detail Ihre Arbeit abläuft und wo die Stolpersteine liegen? Vermutlich nicht. Zum Thema Prozessaufnahme haben wir auch da ein Video dazu gemacht. Das finden Sie hier, indem ich auf alle Prozesse beim Herauskitzeln der Informationen wirklich eingehe. Da sind auch mal so schwierige Themen drin wie Umgang mit dem Betriebsrat und ähnliche Sachen. Schauen Sie dieses Video auf jeden Fall mal mit an. Neben dem Beherrschen der Modellierungssprache sind aber auch die Prozessmodellierer hier die Experten für die jeweilige Prozessmanagement-Suite, in dem die Prozesse dokumentiert und analysiert werden. Diese BPM-Software ist für Prozessmodellierer genauso tägliches Arbeitsmittel, wie es zum Beispiel Excel für die Controller ist. Das heißt, ein Modellierer kann damit sehr, sehr gut und leicht umgehen und tut sich sehr viel leichter, als wenn jetzt jemand nur ab und zu mal irgendwo vielleicht ein Modell erstellt oder sich das anschaut. Wie arbeiten jetzt diese Prozessmodellierer eigentlich? Prozessmodellierer sind Dienstleister und arbeiten auftragsbezogen, auch wenn sie Stammmitarbeiter im jeweiligen Unternehmen sind. Das heißt, sie werden vom Prozessverantwortlichen gebeten, ein neues Prozessmodell für den jeweiligen Prozess zu erstellen, wenn es eben noch keins gibt. Gibt es bereits ein Prozessmodell, dann muss dieses vielleicht aktualisiert werden und an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Oder es gibt ein aktuelles Prozessmodell, aber der Prozess macht an einer bestimmten Stelle Schwierigkeiten. Dann wird der Prozessmodellierer gebeten, an dieser Problemstelle einfach mehr ins Detail zu gehen, um die genaue Vorgehensweise im Prozess für die Problemanalyse zu erforschen. Punktuell, anlassbezogen und nicht selbstbeauftragt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, nicht selbstbeauftragt. Denn die Prozessmodellierer sind also Experten, die eine ganz spezifische Dienstleistung anbieten. Sie werden beauftragt, sie beauftragen sich nicht selbst. Und das ist wichtig, denn ich kenne Unternehmen, in denen die Modellierer wirklich nicht gesteuert werden. Und weil Modellieren so schön ist für den Prozessmodellierer, wird eben modelliert. Bis auf Sole 17, bis zur Beschreibung, wie der Stift zu halten ist. Die Modellierer sind beschäftigt und glücklich, nur effizient ist halt was anderes. Das ist übrigens auch einer der vier großen Fehler im Prozessmanagement, sich zu Tode zu modellieren. Wenn Sie die anderen drei Fehler mal genauer kennenlernen möchten, dann schauen Sie auch hier in dieses Video rein. Da haben wir es mal aufgegriffen, was man da so typischerweise schiefgehen kann. Und deswegen macht es sicherlich Sinn, dass Sie das mal anschauen.
Also akzeptieren wir, dass ein Prozessmodell nie fertig oder perfekt ist, aber es ausreichend gut für die weitere Analyse oder die Problemlösung ist. Und damit ist es nämlich auch gut. Und diese Erkenntnis geht manchen Prozessmodellierer eben ab und ist eine der typischen Schwächen in dieser Rolle im Prozessmanagement. Eine weitere Frage, die bei der Einführung von Prozessmanagement immer wieder aufkommt, ist, ob der Prozessmodellierer zentral in einer Prozessmanagementabteilung oder dezentral in den Fachbereichen verortet sein soll. Meine Empfehlung ist dabei, das an der Größe des Unternehmens wie auch an der Vielfältigkeit der Prozesse festzumachen. Hat also ein Unternehmen in der Summe nur 50 Mitarbeiter, dann macht eine dezentrale Modellierung in den einzelnen Bereichen kaum Sinn. Denn die Einarbeitung der Mitarbeiter in die Prozessmodellierung und das verwendete Werkzeug, also diese Prozessmanagement-Suite und damit auch die Rüstzeiten stehen kaum im Verhältnis zum Gewinn aus dem Fachbereichswissen, was diese Prozessmodellierer dann haben würden. Haben Sie aber Abteilungen schon 50 oder mehr Mitarbeiter, dann empfehle ich schon eine dezentrale Modellierung, weil die Prozessmodellierer dann eben nicht von außen kommen und das Wissen um die Durchführung der Prozesse mühsam erfragen müssen, sondern weil die Prozessmodellierung wirklich im Auftrag des Prozessverantwortlichen viel, viel schneller vonstatten geht. In diesem Fall kennen die Prozessmodellierer ja schon die Prozesse, weil sie diese Prozesse auch oft selbst tagtäglich mit ausführen und eben in den Bereichen wirklich mit dabei sind, wo da eben das Geschehen ist. Und das ist eben auch wichtig an dieser Stelle, dass jeder Prozessverantwortliche eben schnell und einfache Unterstützung bei der Modellierung durch den Experten bekommen soll. Und da sind eben genau die Prozessmodellierer an der Stelle, den Prozessverantwortlichen eben dabei zu helfen, diesen Überblick zu bekommen, egal wo er eben disziplinarisch verantwortet ist und verankert ist. Wenn Ihnen jetzt dieses Video gefallen hat, dann Daumen hoch, abonnieren Sie unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zum Thema Prozessmanagement wirklich zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.